Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Am letzten Samstag waren wir zum ersten Mal wieder in der Schweiz zu einem Gottesdienst. Und wir haben uns so sehr gefreut, was Gott alles getan hat. Bauchschmerzen sind verschwunden und Menschen bezeugten Heilung an ihrer Seele. Und dasselbe kann Gott auch heute bei dir tun. Hoffnung um 12. Ja, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Dem Wirken Gottes auf der Spur. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Dem Wirken Gottes auf der Spur. Das ist so die Überschrift für unsere Veranstaltung, wenn wir unterwegs sind. Dem Wirken Gottes auf der Spur. So waren wir auch in Zofingen. Und das war wunderbar, wenn man sieht, wie Menschen hungrig sind, mehr mit Gott zu erleben. Wir selbst sind hungrig, um immer wieder mehr zu erleben. Und wir erleben auch immer wieder Überraschungen. Das macht es auch richtig interessant. Und das rate ich auch dir, wirklich dem Wirken Gottes auf der Spur zu sein, einen Hunger zu haben. Und wir haben eine ganz wunderbare Möglichkeit. Wir, da meine ich wir Christen alle, wir dürfen mit dem Sieg Jesu experimentieren. Der Sieg ist für dich, der Sieg ist für uns. Wir können ihn einfach benutzen. Und vielleicht klappt nicht alles so, wie wir es uns vorstellen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht wieder aufstehen sollen und wieder probieren. Denn in seinem Namen Jesu haben wir den Sieg, den ganzen Sieg vom Kreuz. Und ich sag dir, benutze es auch heute und probiere es aus. Es wird dir eine Freude machen, wenn Stück für Stück du siehst, wie der Sieg in deinem Leben funktioniert. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, dass wir wirklich deinem Wirken auf der Spur sein dürfen. Herr, ich danke dir dafür, dass du wirklich möchtest, dass wir suchen, dass wir ausprobieren, dass wir wirklich begeistert sind, Herr, mit dir zu leben und deine Kraft zu benutzen und alles zu benutzen, was du für uns bereitgestellt hast. Danke, Herr. Danke, 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 Herr. Amen. Amen. Wir möchten für Menschen beten, die uns ihre Gebetsanliegen schicken. Und da haben wir eines von einer Frau, die in großer Not ist und für ihren Mann bittet. Sie schreibt, ich bin in großer Not. Mein Mann ist an Krebs erkrankt mit Metastasen in der Leber. Auch kommt noch dazu, dass ich in finanzieller Not bin. Bitte betet für mich. Danke. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau und auch diesen Mann kennst. Und ich danke dir, dass du diesen Krebs besiegt hast. Und ich danke dir auch, dass du diesen Mann jetzt gerade berührst, dass diese Leber wieder vollkommen in Ordnung kommt, dass dieser ganze Krebs verschwindet im Namen Jesus, dass jede Krebszelle austrocknet und keine Wirkung mehr hat. Ich danke dir, Jesus, für dein Eingreifen. Und du siehst auch die finanzielle Not, in der sie stecken. Und ich danke dir, dass du auch unser Versorger bist und auch der Versorger von diesem Ehepaar. Danke, Jesus, dass du auch da eine Lösung hast für dieses Problem. Danke, Jesus. Amen. Amen. Immer bietet ihr die Gebetsunterstützung an. Gerne möchte ich Gebrauch davon machen, schreibt eine Frau. Bitte betet für meine Makuladegeneration, welche zu einer Erblindung führt, mit Nebenwirkungen wie Schwindel und Kopfschmerzen. Das Vertrauen zu Jesus und eine Berührung durch seine heilende Kraft weckt in mir große Hoffnung. Kein Gebet geht verloren, sein Wille geschehe. Ganz lieben Dank an euch für eure Hilfe. Und das tun wir gerne. Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst, die Probleme hat mit ihren Augen und dass du diese Augen berührst und dass deine Hand jetzt gerade auf diesen Augen liegt und deine Heilungskraft fließt. Danke, Jesus, dass du auch den ganzen Kopf heilst und auch diese Kopfschmerzen, dass sie verschwinden und dass der ganze Kopf wieder vollkommen in Ordnung kommt. Danke, Jesus, dass du diese Frau berührst und dass du ihr Vertrauen und ihre Hoffnung belohnst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Lass uns weiter dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen.
Bitte betet für meinen Mann. Er leidet an fortgeschrittener Leberzirrhose mit Bauchwassersucht. Er ist seit gestern im Krankenhaus mit schlechten Blutwerten. Er hat auch Probleme mit der Blase. Ich habe solche Angst, dass da noch was Schlimmeres dazukommt. Danke für eure Gebete. Für eine Heilung ist ein göttliches Wunder vonnöten. Ja, danke. Herr, dass wir das jetzt dir hinlegen. Herr, danke. Herr, wir glauben an Wunder und ich danke dir dafür, dass wir es erleben dürfen. Danke, dass du diesem Mann begegnest. Herr, ich danke dir dafür. Herr, dass auch diese Leberzirrhose, was alles mit zusammenhängt, auch die Blase, berührt wird, Herr, durchströme mit deiner Heilungskraft, mit deiner Größe, mit deiner Liebe, Herr, diesen Menschen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass auch alles, was Krankheit bedeutet, Herr, aus diesem Leib weichen muss, im Namen Jesu. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihre Familie um Gebet. Hallo, bitte um Gebet für meine Ehe. Mein Ehepartner ist nicht gläubig und es ist manchmal nicht einfach. Bitte um mehr Gesprächsbereitschaft und wieder mehr Liebe und Verständnis. Ebenfalls für meinen Sohn, der nun eine nichtgläubige Freundin hat. Vielen Dank. Danke, Herr, du siehst jetzt diese Familie, diese Ehe und danke, Herr, komme du auch in diese Ehe hinein, dass der Mann auch sieht, dass er dich braucht, dass es eine gute Ehe wird. Und danke, Herr, dass auch gute Kommunikation, Herr, wir hineinrufen in diese Ehe. Ich danke dir, Herr, danke, Herr, auch, dass die Frau ein Werkzeug und Zeugnis sein darf, Herr. Herr, überschütte du sie, Herr, mit deiner Liebe, dass auch der Mann deine Liebe empfängt und, Herr, verspürt. Ich danke dir dafür auch, Herr, danke, Herr, auch die Kinder, Herr, lass sie wirklich erkennen, dass sie dich brauchen. Amen. Amen. Viele Menschen erleben Gottes Hilfe und wir möchten dich auch ermutigen mit diesen Zeugnissen. Eine Frau aus der Nähe von Karlsruhe berichtet: Ich war an der Wirbelsäule erkrankt und konnte einige Tage nicht mehr laufen. Gott hat Großes getan. Ich kann wieder laufen, habe nur noch selten Schmerzen und habe eine neue Arbeitsstelle gefunden. Den alten Job konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. Gott kommt nie zu spät und er ist treu. Herzlichen Dank für Ihre ermutigenden Briefe und Gebete. Ja, Gott ist wirklich treu. Und eine erstaunliche Gebetserhörung aus der Gebetsnacht erzählt uns eine Frau. Ich hatte euch zur Gebetsnacht am 2.4.21 ein Gebetsanliegen gesandt, das meine Tochter und auch ihr Ehemann von Bitterkeit und der Unfreiheit, mir zu vergeben, befreit werden. Die Gebetsnacht begann um 14 Uhr. Um 18.30 Uhr stand meine Tochter mit meinem Enkel vor mir und auch mein Schwiegersohn war dabei. Nach 8 Jahren, an denen wir uns nicht mehr gesehen haben, wollten sie mich zu meinem Geburtstag überraschen und brachten als Geschenk ein E-Bike mit. Während der Zeit, in der ihr gebetet habt, sie wohnen im Allgäu, waren sie schon unterwegs. Ich danke Jesus und euch unendlich für eure Gebete. Ist das nicht wunderbar, wie Gott doch alle Fäden in der Hand hat und so wunderbare Wege hat? Das nächste Zeugnis handelt von einer Zyste an den Stimmbändern. Nach einer Zyste auf meinen Stimmbändern dachte ich erst, es geht nicht mehr. Jesus hat mich geheilt. Anders kann ich es nicht sagen. Und pünktlich zur Gesundschreibung kam auch die Zusage vom anderen Arbeitgeber. Der Arbeitsplatz ist näher, ich bekomme mehr Gehalt und habe super Kollegen. Danke Gott und danke an euch. Das ist wirklich dankenswert. Und eine Frau aus Bayern berichtet uns: Vielen Dank für Ihr Gebet. Mit meinem Herzen stand es gar nicht gut. Bei der letzten Untersuchung war alles wieder in Ordnung. Das Gebet hat große Macht. Ja, und das ist wahr. Ja, Gebet hat große Macht. Und ich bin wieder begeistert, auch von dem Zeugnis von der Gebetsnacht. Das ist wunderbar. Wenn wir uns entscheiden, wirklich zu glauben, dass Gott etwas tut, dann ist Gott schon am Wirken, wenn selbst der Brief noch nicht angekommen ist. Aber Gott ist am Wirken und
Hat er bei dir auch schon gewirkt? Lass es uns wissen. Es ist eingeblendet, wo du dich hinwenden kannst, die WhatsApp-Nummer, und lass uns dein Zeugnis wissen. Du kannst auch gerne die anderen Kanäle benutzen, die wir auch haben. Und der Tipp für dich heute, dem Wirken Gottes auf der Spur. Fange an zu experimentieren mit dem Sieg Jesu. Nimm das in der Bibel, was dort versprochen ist für dich, und nimm es in Besitz, experimentiere und sage: Ja, heute, danke Herr, ich klopfe heute an und du machst mir auf. Ja, danke Herr, du schenkst mir heute dies und das, und ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für mich das gewirkt hast. Schick uns weiter dein Anliegen, wenn du Gebet brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Wenn du auch montags ermutigt werden möchtest, dann abonniere Ermutigungen der Woche. Das kannst du im Internet tun, auf unserer Webseite, völlig kostenlos, und es kommt jeden Montag bei dir vorbei. Und wir wollen dir heute einige Impressionen zeigen von unserem Einsatz unterwegs in Zofingen. Das wirst du gleich nach dieser Sendung am Anhang sehen. Wir freuen uns, wenn du wieder nächstes Mal dabei bist. Tschüss. Alles Gute, der Herr segne dich. Gebetserhörungen in 15 Jahren. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe mich eigentlich als Versager gefühlt, als ich hier hingekommen bin, obwohl ich wirklich, wenn ich retrospektiv sehe, gar kein Versager war, aber dass der Teufel das geschafft hat, durch diese Corona-Pandemie, durch diesen Stress, diese Digitalisierung. Ich war wirklich erschöpft und ich habe heute so neue Kraft und eine neue Perspektive erhalten. Ich fühle eine Heilung in meiner Seele. Augenkrankheit, der Herpes im Auge, man kann blind werden. Gott heilt manchmal schon nicht in Ratzack, sondern es geht manchmal langsam in Etappen. Und wie diese Frau gesagt hatte, ich glaube, Gott hat etwas getan. Ich bin noch nicht geheilt, aber ich glaube, er ist dran, mich gesund zu machen. Jawohl. Ich gebe ihm die Ehre. Ich bin überzeugt. Ich hatte letzte Woche einmal hatte ich einen Termin beim Arzt, und da war ein starker Vitamin B-Mangel zum Vorschein gekommen, und er sagte, dass es eventuell mit der Magenschleimhaut zusammenhänge. Und ich war jetzt sehr beunruhigt und habe seit Jahren, wirklich über 40 Jahre, habe ich Probleme mit dem Bauch und den Blähungen. Und habe auch euch ständig geschrieben wegen diesen Blähungen. Und jetzt hast du das angesprochen, und dass er zu Hause heilen wird. Ich musste dann weinen. Ich weiß nicht, vielleicht aus Erleichterung, weil er an mich gedacht hat, weil ich auch oft das Gefühl habe, er hat mich vergessen nach all den Jahren. Und jetzt hoffe ich weiterhin und halte daran fest, dass wirklich etwas geschieht mit diesen Blähungen und der Magenschleimhaut da nichts Schlimmes ist, ja.
Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.